Gespannte Kinderaugen schauen auf Egidio Alves Sampaio. Der Misericordia-Gast aus Brasilien erzählt in einer Grundschule von einem geplanten Staudammbau in seiner Heimat. Dieser Staudamm würde das Leben der Einwohner im Regenwald maßgeblich bedrohen. Deswegen macht er sich zusammen mit der Landpastoral für die Familien der Kleinbauern stark und für eine indigene Gemeinschaft. Es ist wichtig, weil wir wissen, dass diese Menschen keine garantierten Rechte haben und oftmals ihre Rechte auch nicht kennen. Wir setzen uns daher dafür ein, dass diese Menschen ihre Rechte auf Bildung, Gesundheit und ein würdiges Zuhause bekommen. Ob der Bau des Staudamms letztendlich verhindert werden kann, ist ungewiss. A esperança, como nós falamos no Brasil, é a última que morre. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man auch in Brasilien. Und der Kampf geht ja weiter. Deshalb brauchen wir die Unterstützung aus Deutschland. Die Deutschen sind in Brasilien sehr angesehen. Und wir brauchen deren Unterstützung, damit wir die Debatte in Brasilien verstärken und über diesen Staudammbau in Brasilien diskutieren. Um die Diskussion geht es auch in der Grundschule. Die Viertklässler haben viele Fragen an den Misericordia-Gast, die er gerne und geduldig beantwortet. Então, nós temos uma preocupação não só com a geração adulta, mas com as crianças, que elas possam. Wir dürfen uns nicht nur um die Erwachsenen kümmern, sondern müssen uns auch um die Kinder kümmern. Das heißt, wir müssen ihnen erklären, dass wir gemeinsame Probleme haben, wenn wir über Umweltprobleme sprechen. Und diese Kinder sollen als Bürger heranwachsen, die sich später für die Umwelt und für die Erhaltung des Planeten einsetzen. Genauso wie er selbst. Und er gibt nicht auf, auch wenn es manchmal schwer ist. Primeiro vem de Deus, da fé, de cristão católico. Von Gott, vom Glauben. Daraus schöpfe ich meine Kraft. Und als katholischer Christ eben. Und aus der Freundschaft, die ich zu den Arbeitern und zu den Bauern vor Ort pflege. Ich fühle mich sehr vertraut mit ihnen und kann mich genau in ihre Probleme hineinversetzen. O problema que ele está passando e a gente então se une para tentar solucionar. Wir wünschen ihm dafür weiterhin viel Erfolg.